Ladies and gentlemen, His Holiness Tenzin Gyatso, 14th Dalai Lama of Tibet. Meine Beziehung zum Dalai Lama, wir haben schon eine sehr tiefe Beziehung zueinander. Er ist der Einzige, der meine Augenbrauen anrühren darf. Er zieht mich immer gleich bei den Augenbrauen, wenn wir uns begegnen. Das war mein Schulweg, von hier heraus, herunter, ums Eck, und da war schon die Neulandschule. Da oben, hinter diesem Fenster oben, war die Geschichte, wo die Russen uns gedroht haben, zu uns zu erschießen, wenn wir diese Nadja nicht herausgeben. Und wir haben natürlich keine Ahnung gehabt, wo diese Nadja ist. Und dann haben sie so in die Luft geschossen, und da hat der Herr Viktor Springer, der unten in der nächsten, im nächsten Villa wohnt, ist gekommen und hat uns retten wollen und hat ja am Gartentürl gerüttelt, und da haben sie dann ihn erschossen. Der hat mein Leben gerettet. What is the most valuable thing anybody can think of? The next moment in life, because if that weren't given to you, whatever else you wish for is not there. The given moment, and that is absolutely freely given. There's nothing you can do, even if you want, to buy another one. The free gift, the greatest gift, is every moment freely given to us, now and now and now. And to become aware of that gift, that is grateful living. Und dieser Viktor Springer, ich bete für ihn natürlich und bin ihm dankbar. Mein ganzes Leben hat er mir geschenkt sozusagen. Und darum auch diese ganze Idee von Dankbarkeit. Werde dir bewusst, dass du jetzt einen einzigartigen Augenblick vor dir hast. Das Mönchwerden war eigentlich, weil ich die Idee von den Tod alle Zeit vor Augen haben, damit verbunden habe, Benediktiner zu werden, weil dieser Satz in der Benediktinerregel steht, den Tod alle Zeit vor Augen haben. Und mir bewusst geworden ist, nach dem Krieg, dass wir das eigentlich verwirklicht haben und drum so glücklich waren. Wir waren drum so glücklich, weil das heißt ja im Augenblick leben. Wenn ich von einem Bild Gottes überhaupt sprechen möchte, Bild, würde ich vom Leben sprechen, das Leben, das Geheimnis des Lebens, mit dem sich jeder Mensch auseinandersetzen muss und das ja letztlich Geheimnis bleibt. Bruder David arbeitet an seiner Autobiografie. 2016 ist er 90 Jahre alt geworden. Das ist das erste Buch, das ich eigentlich nicht schreiben wollte. Aber im Gehorsam muss ich schreiben. Und das Buch heißt Ich bin durch dich so ich. Der Titel erinnert mich immer an Rilkes Zeile Ich gehe doch immer auf dich zu, sagt er zu Gott, mit meinem ganzen Gehen. Denn wer bin ich und wer bist du, wenn wir uns nicht verstehen? Sehr schön. Ich war immer der, der sich sehr für die Familie interessiert hat. Und jetzt aber, weil ich eben dieses autobiografische Buch schreiben musste, habe ich mich wieder begonnen, dafür zu interessieren. Wir kriegen unser Skript für unser Leben. Es ist so viel mehr festgelegt, als wir glauben. Und was wir alles vererbt bekommen, nicht? Wir sind ja unsere Vorfahren, wir sind die einfach. Brigitte Quitzer-Gredler hat das europäische Netzwerk Dankbar Leben mitbegründet. Sie begleitet ihn auch auf seiner Recherchereise für das Buch. Bruder Davids jüdischer Ururgroßvater Max Liebermann wurde geadelt und erhielt den Namen Freiherr von Rast.
Der Name kommt vom slowenischen Wallfahrtsort Maria Rast. Jetzt hast du die Kirche. Ja, ja. Ist, glaube ich, überhaupt nicht benutzt. Das ist das erste Mal, dass ich hier bin. Ja. Das ist schön, das ist schön. Vorfahren von mir haben hier in dieser Kirche die Ehe geschlossen. Also das ist schon sehr eindrucksvoll. Hier haben wir eine Trauungseintragung von Herr Maximilian Freiherr von Rast und Frau Johanna Edle von Gindershofen. Und sie haben sich hier im Rast verheiratet. Auf dem Schloss oder in Maria Rast? Ich glaube in Maria Rast. Maria Rast, ja. Meine Urgroßmutter ist bei der Geburt gestorben. Und sie war eine Leszczynska. Und dadurch sind wir mit dem polnischen Königshaus verwandt. Schön. Ich glaube schon, dass wir da viel mehr verstrickt sind in so Familiendramen, als wir glauben. Viel mehr. Ja, 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 ja. Und besonders, wenn unsere Vorfahren von so ganz verschiedenen sozialen Schichten herkommen, wie bei mir. Also in Polen bin ich fast sicher, dass meine Vorfahren auf der einen, in der einen Linie, die anderen, die jüdisch waren, also in Pogromen verfolgt haben. Für mich ist Religion die menschliche Spiritualität, die allgemein menschliche Spiritualität oder Religiosität. Jeder Mensch ist auf Gott hin angelegt, so würde ich das christlich ausdrücken. Jede Religion, ob das jetzt Buddhismus ist oder Hinduismus oder Judaismus oder auch unsere christliche Tradition, hilft uns, mit dem großen Geheimnis auf eine ganz gewisse Art auseinanderzusetzen. Im Innersten geht es immer um dasselbe, um die Auseinandersetzung mit dem großen Geheimnis, das wir Christen Gott nennen. Salve Regina, Mater Misericordiae. Nach seinem Studium ging Bruder David 1952 nach Amerika und trat dort in ein Kloster ein. Ich habe eigentlich schon gewusst, dass das meine Berufung ist, schon seit langer Zeit hier in Österreich. Aber die österreichischen Klöster haben mir nicht behagt und mir hat das nicht gefallen. Ich wollte so die primitive benediktinische, die ursprüngliche benediktinische Spiritualität. Und das Kloster, wie ich es dann entdeckt habe, war ja nur weniger als 24 Stunden dort und habe schon gewusst, das ist es. It was quite an old barn when we came here in 1952, and for a long time we used to live in it. And we had to put up tarpaulins to protect our beds from the droppings of the pigeons that shared the barn with us. Die Regeln, die haben mich so begeistert, wie man, sagen wir, eine Partitur von einer Symphonie begeistern kann, die er noch nie gehört hat. Dass es in der ursprünglichen Regel keinen Unterschied zwischen Priestermönchen und Laienbrüdern gegeben hat, sondern dass die ganze Gemeinschaft auf einer Ebene war, das war mir sehr wichtig. I think just about here. Here is where my bed was. And we had a whole row there, probably close to a dozen of them. And in the morning, very early, it was still dark when we got up, and we would dash out. Later in the year, the breeze got a little on the cold side. So when we started freezing, we would leave here. Alle anderen Berufe waren mir zu speziell, zu spezialisiert auf diese oder jene Frage. Ich wollte mich wirklich offen halten für die ganz großen letzten Fragen und dafür Zeit haben. Und das ist ja das Wunderbare beim Mönchsberuf. Advocata nostra, illos tuum.
Deus misericordes oculus ad nos converte. Wir leben in diesem Doppelbereich vom Ich und Selbst. Wir sagen ja Ich selbst. Das Ich ist in Zeit und Raum und ist völlig bedingt von Zeit und Raum und ist ganz einzigartig für jeden von uns. Und das Selbst ist eines für uns alle. Es gibt nur ein Selbst. Das Selbst ist über Zeit und Raum erhaben. Und dieses Bewusstsein dieser beiden Wirklichkeiten zusammenzuhalten, das macht uns erst zu dem, was wir sein können. Ich selbst in der ganzen Fülle. Einerseits die Verbundenheit mit anderen, andererseits meine Einzigartigkeit. Dieser Fluss ist hier geflossen seit den Zeiten, an die wir uns jetzt erinnern. Ohne Unterbrechung, auch nur eine Sekunde, immer geflossen. Schloss Pfahl war der Familiensitz der Freiherren von Rast. Ja, mein Ururgroßvater hat es erworben. Warum er gerade hier, weiß ich nicht. Oh, ist beautiful. Freut mich. Schönen guten Tag. Dankeschön, wunderbar. Danke. Ich bin sehr froh, da haben Sie mir gekommen in mein Schloss. Aber das ist mir eine ganz besondere Freude. Ja, heute. Uns auch. Danke. Aus den Erzählungen von meiner Großtante fühle ich mich, wie wenn ich es gekannt hätte damals schon, wie die noch Kinder waren, wie mein Großvater noch ein Kind war. Wir haben auch alles restauriert und wir haben, die Kapelle war auch vorher ruiniert, war alles zu. Ne? Wir haben das nicht perfekt gemacht, ne? Herr Bruder David. Schön. Ich bin die fünfte Generation. Und das ist sicher noch irgendwie so in meiner Urerinnerung drinnen. Sehr schön restauriert. Ja, genau. So wohnlich ist das Ganze. Ich stelle mir es natürlich anders möbliert vor, aber die Räume sind wirklich schön. Das Raumgefühl ist so. Maximilian von Rast übergab Pfahl seinem Sohn und zog nach Coburg. So, hier haben wir jetzt dieses historische Denkmal von Rast. Das ist eine Gedenkstätte. Er ruht wohl auch unten drunter unter dieser Gedenkstätte. Ferdinand Martin Freiherr von Rast. Hier ist die Gedenktafel. Ja, ja. Warum er ein Wohltäter ist, weil er die Gewerbeschule, die Berufsschule gestiftet hat. Und die besteht heute noch. Die besteht heute noch, diese Schule. Was mich interessiert ist, dass da noch eine Schule gibt, die sehr vielen jungen Menschen hilft. Das ist für mein persönliches Leben wichtig und erfreulich. Die Stiftung unterstützt nach wie vor einen jüdischen oder protestantischen Lehrling. Dass die vor 150 Jahren oder mehr von meinem Ururgroßvater ermöglicht wurde. Dass man so aus der persönlichen Vergangenheit einen Effekt sieht. Dort hat einer meiner Vorfahren wirklich etwas geleistet, was heutzutage noch jungen Menschen in der Erziehung zugutekommt. Und das freut mich sehr. Bereits von Bruder Davids Urgroßvater wurde das Schloss wieder verkauft. Das ist wunderschön. Ja, das ist Platz für Beruhig, ne? Wunderschön. Das ist ein sehr beruhigender Ort. Ne? Rast passt dazu. Ein richtiger Rastplatz. Schön, alles fließt. Die Schwalben waren sicher auch schon damals, ihre Vorfahren waren auch schon damals da.
und haben mir das Tier gebaut. Ja. Das ist das Große. Als Mönch kann man Menschen von Mensch zu Mensch begegnen. Darum nennt man auch den Mönch Bruder, nicht? Oder Schwester. Wir sind jedes Menschen Schwestern und wir sind jedes Menschen Brüder. Bruder David, bitte sehr. Wenn ich Priester wäre, wäre das schon ein bisschen anders. Das ist schon ein Amt oder Bischof und noch mehr. Aber ich bin einfach ein kleiner Mönch. Die Riten und Dogmen und die Verhaltensvorschriften, die sind nur Formen dieser Beziehung zu dem großen Geheimnis. Und die Formen erhalten sich auch, wenn die Beziehung verloren geht oder wenn man nicht mehr so daran denkt. Und was die Menschen aber eigentlich wollen, sind nicht die Formen, sondern ist die Beziehung zu dem großen Geheimnis, das wir eben Gott nennen. Danach hungern die Menschen heute sehr. Es ist heutzutage völlig klar, dass Jesus nicht aus religiösen Gründen hingerichtet wurde, sondern aus politischen. Die Kreuzigung war die Strafe der Römer für Sklaven und Rebellen. Und Jesus hat ganz klar durch seine Reich Gottes Predigt diese Machtpyramide der römischen Gesellschaft unterminiert. Und darum wurde er hingerichtet. Unsere ganze Gesellschaft war seit Anbeginn der Zivilisation eine Machtpyramide. Die Kluft zwischen den ganz Reichen und den ganz Armen hat solche Proportionen angenommen, dass diese Pyramide im Zusammenbrechen ist. Und Jesus hat diese Machtgesellschaft unterminiert und ersetzt durch das Reich Gottes, das heißt ein Netzwerk von Netzwerken, kleine Gemeinschaften, die furchtlos, vertrauend, gläubig zusammengearbeitet haben und geteilt. Und das war die Verwirklichung des Reiches Gottes zur Zeit Jesu. Wir sind alle Mystiker. Mystiker heißt, die Begegnung mit dem großen Geheimnis zu erleben. Und wir erleben sie alle, diese Gipfelerlebnisse, besonders in jungen Jahren, mehr als in alten Jahren. Im Gipfelerlebnis sind wir im Augenblick, ob wir es wollen oder nicht. Und die großen Mystiker, die wir so bewundern und verehren, unterscheiden sich nur von dem Rest der Menschheit dadurch, dass sie das Bewusstsein, dass wir alle in diesen mystischen Augenblicken der Gipfelerlebnisse haben, einfließen lassen in ihr tägliches Leben. Ich bin eins mit allem. Das ist ja das große Bewusstsein im Gipfelerlebnis. Ich bin eins nicht nur mit allen anderen Menschen, mit allen Tieren, Pflanzen, mit dem ganzen Universum und mit diesem großen Geheimnis, das alles übersteigt. Und dieses Erlebnis, dieses Bewusstsein einfließen zu lassen ins tägliche Leben, das heißt als Mystiker leben. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir nicht häufig hinkommen, ganz gesammelt, ganz innerlich. Jetzt wollen wir aber von da noch einen Schritt tiefer gehen zu unendlichem Empfang, wie Rilke das einmal sagt. Er spricht von dem Blumenmuskel, der der Anemone Wiesenmorgen nach und nach erschließt, bis in ihren Schoß das polyphone Licht der lauten Himmel sich ergießt. So können wir unser Innerstes öffnen,
öffnen zu unendlichem Empfang. Diese Offenheit, dieses Empfangen, das ist unsere Haltung vor Gott, vom Mensch zu Gott hin. Das ist, was unsere ganze christliche Tradition das Gebet der Stille nennt. Ich bete das Herzensgebet, Herr Jesus Christus, Barmherzigkeit. Das habe ich schon als Kind gelernt, so ungefähr, weiß nicht, nicht einmal, sicher nicht 10 war ich, und beim Doktor, im Wartezimmer beim Doktor, und da muss ich ein bisschen unruhig gewesen sein, und da hat meine Mutter gesagt, du musst das eigentlich machen wie die Russen, die können ganz still sitzen und wiederholen nur immer wieder den Namen Jesu. Und das hat mir imponiert, und ich habe es ausprobiert. Und so bin ich in das Herzensgebet eingeführt worden, schon sehr früh. Rilke vergleicht uns mit den Blumen und sagt, wir Gewaltsamen, wir wären länger. Aber wann, in welchem aller Leben sind wir endlich offen und Empfänger? Das Entscheidende ist diese innerste Haltung der Offenheit, des Empfangs, des Staunens, des Ahnens. Hier in dieser Ecke hat mein Vater mir erzählt, bei meiner Taufe wurde dort ein Ferkel gebraten, am Spieß. Also das kommt mir schon wirklich noch so vor, das obere sicher nicht. Aber das ist schon noch so die Stiege, wie sie war, da bin ich ziemlich sicher. Dort drüben, das war ein altes Kaffeehaus. Und das hätte ich nie gedacht, ja. Dort drüben, ungefähr hinter dem zweiten oder dritten Fenster von hinten, hat es eine steinerne Wendeltreppe gegeben, die hinaufführt. Das ist wirklich sehr schön. Das war das Kasserzimmer, haben wir das genannt. Ja. Vom Kaffeehaus war das das Kasserzimmer. Ich wissen Sie das auch? Kaffeehaus noch. Ah, ja. Ich bin mit 14 hier eingezogen, oben in der alten Villa, in die Hoffmann-Villa, und war mit der Frau Hoffmann, mit der Auguste, immer hier im Sillerschlössl zum Kaffee am Sonntag. Ah, sehr schön. Das sind schon neuere. Das war der Eingang zum großen Saal. Also so muss man sich das vorstellen. Ja, vom Garten. Ne? Irgendwo habe ich auch aufgeschnappt, dass die Zither 2 Empfänge gegeben hätte in dem großen Saal. Und zwar zu Weihnachten, um Kinder zu beschenken. Meine Großmutter hat ein Kinderhilfswerk geführt. Also das wird schon stimmen. Da schließt sich der Kreis. Ja, 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 ja. Schon sonderbar, in das Zimmer hereinzukommen, wo man geboren wurde. Hier bin ich getauft worden. Weil wir sind zu Hause getauft worden. Das ist ja nicht sehr schön, das gehört sich eigentlich nicht. Aber hier sind wir getauft worden vom Kardinal Piffel. Berührend. Unglaublich, dass man nach fast einem Jahrhundert wieder in dem Zimmer sein kann, wo man geboren wurde, und zu wissen, das ist wirklich dieses Zimmer. Und das war unser Kinderzimmer. Könnte das noch der alte Boden sein? Mein Vater war strenger als meine Mutter, schon so typisch, was man sich unter Vater und Mutter vorstellt. Mein Vater hat auch ein sehr weiches Herz gehabt. Und meine Mutter war eine sehr starke Frau. Wir haben sie dann später die Löwenmutter genannt. Und wissen Sie, ob da drinnen eine Wendeltreppe noch besteht? Im Mitteltakt war eine Wendeltreppe, die ist aber während der Umbauarbeiten in sich zusammengebrochen. Das ist eine steinerne Wendeltreppe, ja. Die habe ich noch gesehen.
die Lage von der Treppe stimmt vollkommen. Und der obere Teil war eine steinerne Wendeltreppe. Das ist jetzt neu. Das ist neu. Das andere war eine Wendeltreppe, die in den ersten Stock hinaufgeführt hat. Und da habe ich geträumt, da war ich noch ziemlich klein. Also ich muss 6 oder so gewesen sein. Da habe ich geträumt, dass ich die Treppe heruntergekommen bin und Jesus, wie ich mir halt ihn schon von Bildern gekannt habe, Jesus ist heraufgekommen über die Treppe und wir sind so verschmolzen. Wir sind nicht aneinander vorbeigegangen, sondern so ineinander hineingegangen sozusagen. Dieses Erlebnis hat mich begleitet. Mein Christusverständnis eigentlich auch geformt. Geschichtlich sind sowohl Gautama als Jesus eben geschichtliche Personen, die man auch geschichtlich fassen und behandeln kann. Buddha ist Gautama als der Erleuchtete und Christus ist Jesus als der Auferstandene. Die beiden kann man auch wieder auf dieser Ebene vergleichen, von Ich und Selbst. Und dieses Selbst ist, was wir Christen die Christuswirklichkeit in uns nennen und was die Buddhisten die Buddha-Natur nennen. Das ist dieses große Selbst, das ist ein und dieselbe Wirklichkeit. Bruder David erhielt die Erlaubnis, im Zuge des christlich-buddhistischen Dialogs Zen-Buddhismus zu studieren. Das Zen-buddhistische Kloster Tassahara wurde in den 60er Jahren von Shunryu Suzuki Roshi in den Bergen von Big Sur gegründet. Ich hatte damals schon das Glück, in einer der ersten Practice Periods dort mitleben zu dürfen und fühle mich vollkommen zu Hause hier, schon seit Jahrzehnten. One of my Zen teachers used to say, oh, you people in the West, you always say you want to understand. What you really want is to overstand. He said, you are like people who go into the shower and put up an umbrella. We don't want to get wet, you see. We want to see it like the child says, what is it like to die? I don't want to do it, I just want to know. We don't want to live, we don't want to get into this life, you see. But when we get into this life, then we live our life in the light of that I-Thou relationship to the mystery. Die erste Übung im Kloster war 5 Tage Meditation. Also 5 Tage, du kommst in der Früh und sitzt. Und die Sonne kommt, zuerst ist es noch dunkel, dann kommen die ersten Sonnenstrahlen vom Osten herein und dann immer mehr, wie eine Sonnenuhr geht das da so vorüber. Dann zum Mittag wird schon heiß und dann geht es wieder weiter und am Abend geht das Licht wieder aus und du sitzt immer noch dort. Es bringt einen aufs Wesentliche. Mensch werde wesentlich, denn wenn die Welt vergeht, fällt aller Zufall weg, das Wesen, das besteht. Und wenn man so 5 Tage sitzt, wird alles wesentlich. By mystery I don't mean anything fuzzy. I mean that which you cannot grasp, cannot get into your grip, but which can by which you must be grasped to understand it. You can understand it, but you can't grasp it. Understanding is putting yourself inside of it. Ich bin Christ und gerade im interreligiösen Dialog spreche ich als Christ und fühle mich sehr verpflichtet, die christliche, die rechtgläubige christliche Wahrheit zu vertreten. Das ist mir sehr wichtig. Ich bin Christ. Ich kann gar nicht heraus aus dieser Rolle, selbst wenn ich will.
Schau, was du mir da hast mitgebracht. Grüezi. Elisabeth Walz wohnt im ehemaligen Haus von Bruder Davids Großeltern. Danke, komm weiter. Also du zeigst mir die Kapelle. Ich zeig dir die Kapelle. Sie gingen auch gemeinsam in die Neulandschule. Herrlich blüht alles, das ist ja wunderbar. Hier, sie ist schon offen. Sehr schön. Der Großvater hat das mit eigenen Händen gebaut. Ah, wirklich? Ja. Was? Der war Offizier hinterher, vor dem Ersten Weltkrieg, hat das gebaut als Dank, dass die, meine Mutter ein Mädel geworden ist. Ach so. Er wollte unbedingt ein Mädel und keinen Buben. Wir sind miteinander in die Schule gegangen. Und dann war diese Do-Runde, das war mit dem Pfarrer Dolleschall, so eine Jugendrunde. Seither kennen wir uns. Wir haben ja keinen Religionsunterricht mehr gehabt unter den Nazis. Und das war so ein privater Kreis und es wurde dann also immer größer und größer. Und das hat sich der Do-Kreis genannt. Wir waren Teenagers, nicht? Und die müssen ja immer sich auflehnen gegen das Hergebrachte oder die übere Generation. Und wir haben uns eben gegen die Nazis aufgelehnt. Ja. Und die beste Art, das zu zeigen, war, religiös zu sein, denn das wollten sie nicht. Ah. Ja, das war der Hand. Wir haben uns dann immer in einem Raum bei der Kaskramkirche jeden Samstag getroffen. Diese Fenster waren damals schon da. Ja, das ist schön. Aber in dem Raum, das war schon ein wichtiger Raum für uns, da haben wir viel Kraft bekommen für Widerstand. Das war noch heimlich in der Nazizeit da alles? Das war alles noch in der Nazizeit. Bei der Zeining haben sie dann wegen diesen Jugendtreffen ja verhaftet. Oder? Ja, ja. Und den Pater Meier haben sie ja geköpft. Wir haben hier unzählige Bombenangriffe natürlich erlebt, hier im Karsgraben. Wir haben dann im Karsgraben gewohnt. Das war unser Luftschutzkeller. Das war unser Luftschutzkeller. Unglaublich. In der ehemaligen Wohnung leben heute syrische Flüchtlinge. Grüß Gott, grüß Gott. Aber die? Freut mich, David. Schön. So. Also, das war unsere Küche. Ja, das ja, war ja. Ganz anders genützt. Meine Eltern wurden geschieden, wie ich 7 war, meine Brüder noch jünger. Das war damals ein großes Stigma. Dein Bubenzimmer. Ja. 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 Wobei ihr hattet ein Stockbett. Stockbetten haben wir gehabt. Ja. Unglaublich, sich vorzustellen, da sind wir aufgewachsen. Ja. Meine Mutter hat sich nie wieder verheiratet auch. Das war schon ein großes Leid. Ja. Grüß Gott. Und hier haben wir hinausgeschaut einmal und das war ein blühender Apfelgarten. In dem Augenblick, wo wir aufmachen und hinausschauen, kommt ein russischer Panzer und legt einen Apfelbaum nach dem anderen um und fährt so auf uns zu. Ausgezogen sind wir erst, also 52. 52, meiner Erinnerung nach. Und du hast gesagt, ich werde ja sehen, ob ich zuerst ein fesches Mädchen treffe oder ein Kloster nach der alten benediktinischen Regel. Richtig. Das Unwahrscheinlichere ist eingetreten. Eines Tages bekomme ich einen Anruf im Kloster. Ich habe in der Nähe gewohnt. Gestern ist ein Vortragender nicht erschienen, der für das Wochenende kommen sollte. Kannst du das nicht schnell übernehmen? Und das Thema war, warum ich nicht katholisch bin. Das war tatsächlich das Thema für dieses Wochenende. Das Esalen-Institut ist ein Zentrum für humanistisch ausgerichtete interdisziplinäre Studien. Ich war in Esalen sogar Teacher in Residence. Ich habe dort gewohnt, fast 3 Jahre lang. Die ersten Workshops waren immer über christliche Mystik und solche Sachen. Das war sehr gesucht.
dann kommt die Schöpfung des Menschen, dem dann Gott den Lebensatem einbläst, wie es so drastisch heißt. Und das wird uns gegeben. Wir sind diese Geschöpfe, die mit Gottes eigenen Lebensatem lebendig sind. Und dieser Atem verbindet uns in jedem Augenblick mit Gott. Nicht nur einmal wird er uns eingeatmet und wir gehen halt jetzt weg damit, sondern in jedem Augenblick, mit jedem Atemzug sozusagen, können wir in eine neue Gottesbegegnung eintreten, indem wir uns dafür öffnen. Jeder Augenblick gibt uns das. Und was wir die Schönheit der Schöpfung nennen, das deckt sich weitgehend mit dem, was die Bibel die Herrlichkeit Gottes nennt. Wie Rilke das von der Schönheit sagt, da ist nicht eine Stelle, die dich nicht sieht. Also es schaut uns zurück an. Du musst dein Leben ändern. Ich habe erst sehr spät publiziert. Ich war schon 60 ungefähr. Mit 60 habe ich zum ersten Mal publiziert. Ich wollte nicht. Ich habe immer gesagt, es gibt schon zu viele Bücher auf der Welt. Das ist ein sehr zartes Buch. Das heißt Die Achtsamkeit des Herzens, ein Leben in Kontemplation. Verleger haben mir das eigentlich recht aufgedrängt. Aber ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt eine gute Leserschaft habe. Wie trauen Sie sich, der stille David Steindl-Rast so ein Buch zu entlassen? Ein Buch, das sogar Rilke zitiert, wo man sagt, der traut sich was. Ja, ich bin vollkommen überzeugt, dass die Lösung sehr einfach ist. Wir haben das alle. Und das ist uns gegeben im menschlichen Herzen. Und wir brauchen nur jemanden, und das braucht gar kein sehr gelehrter Mensch sein, der herzlich uns begegnet und uns dazu aufweckt. Und das ist etwas, was ich in meinem persönlichen Leben täglich erfahre, dass wenn man einem anderen Menschen mit Wärme vom Herzen begegnet, dass der menschlicher wird. Und darum geht es mir immer. In allen diesen Problemen geht es um menschlicher werden. Dankbares Leben ist eine spirituelle Methode. Wir fassen das so spielerisch zusammen in drei englischen Worten: Stop, Look, Go. Wenn wir wirklich im Augenblick leben und schauen, was ist jetzt der nächste Schritt, dann sehen wir das klar, das Leben zeigt uns das und das Leben gibt uns auch die Kraft, das zu tun. Und das wirklich zu üben, dieses Stop, Look, Go, immer wieder zu üben, das ist der Schlüssel zur Freude, zu freudigem und erfolgreichem Leben. Once we come to that point, we have to ask, how can we stay awake? How do we stay awake? What do we do? And there, the answer that I have found is grateful living. Mit Dankbar Leben ist ein weltweites Netzwerk von Netzwerken entstanden. Stop, look, go. Go is enlightenment. Because enlightenment is doing something, not sitting there being enlightened, and that's the end of it. You can only be sure that somebody is enlightened when they act enlightened. A very strong light. May I put this? Hat ein großes Ich. Okay. Ja. Aber dieses Ich ist immer in Verbindung mit dem Selbst. Er ist so ganz durchscheinend für dieses Selbst, das wir gemeinsam haben, alle. So, I think according to theistic religion, is that God creates humanity or whole world. So the creator himself, full of compassion. God isn't somebody else. God isn't somebody else. You are it. God is a name for that mystery. It's a word that stands for that mystery that surrounds us and with which we are as human beings, not as anything else, but just as human beings confronted with this absolute mystery. God means infinite compassion, infinite love. Mm. So logically,
creature should sort of follow or should sort of copy God's sort of quality. That's love. Na herrlich. Ich bin eigentlich aufgewachsen mit Rilke. Ich muss so ungefähr 10 oder 12 gewesen sein. Und meine Mutter hat mir vorgelesen und mir dann auch mich selber lesen lassen im Stundenbuch. Das war meine erste Begegnung. Und ich weiß sogar noch, das erste Gedicht war das Herbstgedicht »Jetzt reifen schon die roten Berberitzen«. Alternde Astern atmen schwach im Beet. Wer jetzt nicht reich ist, wenn der Sommer geht, wird immer suchen, wird sich nie besitzen. Marie von Thurn und Taxis hatte ihren verehrten Freund Rilke eingeladen, auf Duino seine Elegien zu schreiben. Ihre Urenkelin führt Bruder David durch das Schloss ihres Cousins. Über 100 Jahre sind verflossen, seit Rilke hier die Veneser Elegien geschrieben hat. Verflossen. Und trotzdem ist sein Lied, seine Dichtung, ebenso lebendig wie im ersten Augenblick. Das ist das Rilke-Zimmer. Das ist das Rilke-Zimmer. Ja, unglaublich. Unglaublich. Vielleicht hat er wirklich an diesem Schreibtisch gearbeitet. Das ist der Brief, in dem er ihrer Urgroßmutter versichert, dass diese Duineser Elegien ihr seit Anfang an Seite für Seite schon gehören. Und das schon gehören. Das schon hat er eingefügt hier. Also hineingezwickt, ja. Genau. Ja. Herrlich. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnung an? Und gesetzt selbst einer nehme mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem größeren Dasein. Es gehört schon zum Augenblick auch dazu, dass man über die Zukunft nachdenkt. Also mit 90, weißt du, oder über 90, wünsche ich mir einen friedlichen Tod, oder wie man genannt hat, einen guten Tod. Das wünsche ich mir. Meine Mutter auf dem Sterbebett hat zu mir gesagt, so möchte ich sterben. Du sollst dort sitzen, wo du jetzt sitzt und meine Hand halten und ich möchte halt nur so einfach einschlafen. Und 2 oder 3 Tage später bin ich dort gesessen, habe ihre Hand gehalten und sie ist einfach eingeschlafen. Man kann sich schon wünschen. Aber es bleibt immer Geschenk. Es ist einfach, es ist außerweltlich. Na, einzigartig. Es ist außerweltlich. Einzigartig. Rilke again, he says, we humans are the bees of the invisible. And all that we suffer, and all that we create, and all that we do in life is we gather the nectar of the visible into the great golden honeycomb of the invisible. And that great golden honeycomb of the invisible is, if you want, the self. Warum ist Rilke Ihnen so wichtig, Bruder David? Das war in meiner Jugend und in den Kreisen, in denen ich halt verkehrt habe, war das so, wie heutzutage Rock and Roll ist für die Jungen. Das war modern damals. Ganz ja. Modern, das hat zu uns gehört. Ja. Aber auch später, weil mir eben seine tiefe Weisheit so viel bedeutet. Das war ein ganz, ich würde sagen, er war ein Mystiker. Mhm. Er war wirklich ein Mystiker. During First World War, to monitor the movement of the ships in the Gulf of Trieste. Die ganze männliche Nachkommenschaft meiner Familie wurde ausgerottet im Ersten Weltkrieg. Und dann hat mein Großonkel meinen Vater adoptiert. Darum habe ich den Namen Ras. Ach so. Das Wichtigste scheint mir,
im Augenblick zu leben, ganz gleich wie alt man ist, im Augenblick zu leben. Denn der letzte Augenblick wird auch ein Augenblick sein. Mir sind jenseits Vorstellungen nicht wichtig. Wir wissen es nicht. Das ist so schön geschrieben, dass du mit Eichendorff Skifahren gehen wirst. Ja, träumen darf man schon. Und solange man weiß, das stelle ich mir halt so vor, das wünsche ich mir halt so, dann ist das schon gerechtfertigt. Man braucht sich ja nur hineindenken in eine Raupe, die einmal ein Schmetterling werden wird. Also diese Raupe kann sich sehr schwer vorstellen, dass sie einmal herumfliegen wird. Und ebenso wenig kann ich mir das Leben jenseits des Todes vorstellen. Das ist eine Zeitverschwendung. Es gibt so viel hier zu erleben. Darauf sollte ich mich konzentrieren.